In diesem Video lösen wir eine Gleichung auf drei, nein, sogar vier verschiedene Varianten. Die klassischste Variante wäre sicherlich mit Hilfe des Kalkülaspekts diese Gleichung zu lösen. Das haben wir ja im Vorfeld bereits an ein paar Stellen im Rahmen dieses Kapitels schon gemacht. Machen Sie sich bewusst, an dieser Stelle spielt es überhaupt keine Rolle, welche gegenständliche Bedeutung x hat. Ich rechne einfach nach bestimmten Regeln, unabhängig davon, für was diese Variable x steht. Gleichermaßen wird hier das Einsetzen auch keine Rolle spielen, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt hier. Wenn ich jetzt natürlich das Ergebnis für x in die obige Gleichung als Probe einsetze, dann taucht der Einsetzungsaspekt zumindest einmal kurz in Erscheinung. Für das Lösen der Gleichung ist er aber hier nicht von Relevanz. Gleichungen, wie wir sie hier stehen haben, können bereits in der Primarstufe von Schülern gelöst werden, auch wenn sie sie noch nicht in der Form 2x plus 1 gleich 9 notieren werden und sicherlich auch nicht mit Hilfe von Äquivalenzumformungen mit Blick auf den Kalkülaspekt lösen werden. In diesem Fall wird eine Lösung ganz gegenständlich erfolgen und das ist etwas, was wir uns jetzt hier gemeinsam nochmal anschauen. Ich könnte das Ganze in ein Zahlenrätsel umformen. Ich denke mir eine Zahl, das ist mein Denkgegenstand, verdopple diesen, vermehre das Ergebnis um 1 und erhalte dann 9. Frage ist, welche Zahl habe ich mir gedacht? Eine Lösung, die jetzt ganz gegenständlich daran geht, wird genau diesen Denkgegenstand im Blick behalten und insbesondere in dem Term 2x plus 1 eine Handlung sehen, die es rückgängig zu machen gilt. Das könnte folgendermaßen aussehen. Wenn das Doppelte der gedachten Zahl um 1 vermehrt 9 ergibt, dann muss das Doppelte der gedachten Zahl selbst 8 ergeben. Und wenn das Doppelte der gedachten Zahl 8 ergibt, dann muss die gedachte Zahl selbst 4 sein. Die gedachte Zahl, dieser Denkgegenstand, den ich suche, ist also 4 und das kann ich dann durch Einsetzen in meinen Term auch nochmal bestätigen. Sie sehen, hier sind wir ganz gegenständlich an die Sache rangegangen, auch wenn die tatsächlichen Rechnungen, die wir durchgeführt haben, genau den Rechnungen entsprechen, die wir beim Kalkülaspekt auch gemacht haben. Jetzt ging es aber nicht um konkrete Regeln, sondern wirklich um die Handlungen, die in diesem Term jeweils durchgeführt wurden und darum, diese rückgängig zu machen. In einer Zahl einen Denkgegenstand zu verstehen und daher den Gegenstandsaspekt in dieser vorangegangenen Lösung als solchen auch zu sehen, ist vielleicht sehr abstrakt. Ich möchte Ihnen daher noch eine zweite Variante zeigen, wo die Gegenständlichkeit der Variablen deutlicher wird. Diese Darstellung, die Sie gleich sehen werden, werden wir, wenn es um das Thema Gleichungen geht, noch einmal stärker aufgreifen. Die Idee ist, dass x als Variable für die Anzahl an Streichhölzchen in einer dieser Boxen steht. Das, was Sie hier sehen, soll eine Gleichung repräsentieren und das Ziel ist, dass auf beiden Seiten gleich viele Streichhölzchen liegen. Die Frage ist, wie viele Streichhölzchen muss ich in die beiden Boxen füllen, unter der Voraussetzung, dass beide Boxen gleich viele Streichhölzchen enthalten sollen. Das mache ich jetzt durch einen Ausgleich. Wenn zwei Boxen plus ein Streichhölzchen 9 Streichhölzchen ergeben, dann kann ich auf beiden Seiten ein Streichhölzchen wegnehmen, ohne dass sich an der Gleichheit etwas geändert hat. Nun habe ich zwei Boxen und 8 Streichhölzchen hier liegen und mein Ziel ist es jetzt, diese 8 Streichhölzchen gleichmäßig auf die beiden Boxen zu verteilen. Und das kann ich tatsächlich machen, ohne dass ich irgendwelche Rechenoperationen durchführe, nämlich indem ich jetzt einfach diese Streichhölzchen gleichmäßig in die beiden Boxen fülle. Ein Streichhölzchen in die eine Box, genauso ein Streichhölzchen in die andere Box. Noch ein Streichhölzchen in die erste, eines in die zweite Box. Und das mache ich jetzt, bis alle Streichhölzchen aufgeteilt sind. Im Idealfall ist es möglich, sie gleichmäßig aufzuteilen und dann hat die Gleichung auch eine Lösung im Zahlenraum der natürlichen Zahlen. Sie sehen, ich kann jedes Böckchen mit 4 Streichhölzchen füllen.
Auf den ersten Blick erscheint der Einsetzungsaspekt vielleicht gar nicht so zielführend, wenn es darum geht, eine Gleichung zu lösen. Ich will ja eben gerade nicht unterschiedliche Werte von x einsetzen, sondern möchte das x finden, für das die Gleichung erfüllt ist. Vielleicht aber gerade deswegen bietet der Einsetzungsaspekt eine Möglichkeit, durchaus strukturiert und systematisch an das Gleichungslösen heranzugehen. Ich kann ja ohne weiteres einfach mal verschiedene Werte von x einsetzen und schauen, ob ich auf diesem Wege experimentell eine Lösung finde. Wenn ich in meinen Term 2x plus 1 für x1 einsetze, erhalte ich 3. Wenn ich 2 einsetze, erhalte ich 5. Würde ich 3 einsetzen, erhalte ich 7. Würde ich 4 einsetzen, erhalte ich 9. Und an der Stelle wären wir sicherlich glücklich und zufrieden, da ich einen Wert für x gefunden habe, für das die Gleichung erfüllt ist. An der Stelle würde ich Sie fragen, ob wir damit fertig sind oder ob es nicht auch möglich wäre, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt noch eine weitere Lösung finden können. Sie würden mir antworten, nein, können wir nicht. Es handelt sich ja schließlich um eine lineare Gleichung und diese besitzt nur eine Lösung. Gebe ich Ihnen recht. Aber um meine Frage zu beantworten, müssten wir gar nicht so weit greifen. Sie müssen gar nicht wissen, was eine lineare Gleichung ist und welche Eigenschaften diese erfüllt. Es reicht, sich die Struktur dieses Terms anzuschauen. Ich nehme das x, verdopple dieses. Wenn ich für x1 einsetze und das verdopple, erhalte ich 2. Wenn ich für x5 einsetze und das verdopple, erhalte ich 10. Je größer die Zahl x ist, umso größer ist auch das Doppelte dieser Zahl. Und daran ändert sich auch nichts, wenn ich am Ende noch zu jedem Ergebnis 1 dazu addiere. Ich weiß also, ohne dass ich weiter rechne, dass wenn ich jetzt statt 4 5 einsetze, ich ein Ergebnis erhalten würde, was größer ist als 9 und gleiches würde auch für alle weiteren größeren x folgen. Das heißt, 9 ist tatsächlich die einzige Lösung, die ich suche. Ein solcher Lösungsweg, den Sie hier jetzt gesehen haben, eignet sich natürlich nicht für jede Gleichung. Das ist jetzt hier ein Spezialfall, in dem ich eine ganzzahlige Lösung erhalte und hier durch strukturiertes Denken sehr schnell zu einer Lösung komme. Sobald ich mit quadratischen Gleichungen oder ähnlichen handhabe, werden Sie sehen, dass der Kalkülaspekt deutlich stärker in den Vordergrund rückt. Besonders in der Anfangsphase eignen sich aber solche Herangehensweisen durchaus mit den Schülern auch auszuprobieren. Nicht zuletzt, weil sie ihren Schülern eigentlich beibringen sollten, dass wann immer eine Gleichung gelöst wird, man durch Einsetzen selbst auch die Probe machen kann und sich nicht auf das Ergebnis des Lehrers beispielsweise verlassen muss.